Gather on the ship, my children. Your destiny awaits. We believe. Over here. We believe. Yeah! Hear my voice within your heads. The Ark calls you ghouls, but you are beautiful. You are children of the ancients. Weil die sind definitiv zu stark. Also hier in Kampf reinzugehen mit den ganzen Leuten ist purer Selbstmord. Yeah, yeah! Your thoughts are sinful. Give me your brain, so I may lead you into salvation. Guess people were packing for a trip. Guess they didn't make it. Und ich dachte ja, die beiden hier oben sind eine Gegnergruppe, aber alle zusammen. Anscheinend gehören die alle zusammen hier auf der Map. Wenn einer alarmiert wird, kommen auch die da unten. Das ist halt echt schon hart. Wait here. This is the boat. What an incredible piece of junk. At least it floats, right? Jetzt machen wir es einfach mal so. Wir nehmen Dax und Selma. So, verstecken wir uns hier. Jetzt hätte ich gerne noch den Bormin zurückgeholt, aber da fehlt die Zeit. Gut. Sehr gut. Zack. Boom, bang. Kritischer Treffer. Bam. So, den brauchen wir nicht aktivieren. Dax schon. 100%. Alles klar. So. Jetzt dürfte ja niemand was gemerkt haben. Ja. Nur rumschreien können sie. Das interessiert keinen. So. Können die dann auch erstmal hier verstecken. Ich weiß halt nicht, was wir dadurch jetzt gekonnt haben, weil hier ist Ende. Ah, den Sektenjäger. Kriegt man den lautlos niedergestreckt? Wir haben halt nur zwei lautlose Waffen. Das ist das Problem. Ich meine, wir können es mal probieren. Ich speichere jetzt mal. Okay, Glück gehabt. Hätte uns beinahe gesehen. Also Bormin können wir eigentlich gar nicht verwenden in dem Kampf dann. Na gut, komm. Wir probieren es mal. Allein wenn er schon schießt, sind ja die Leute alarmiert, oder? Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass Selma und Dax so wenig Lebenspunkte haben. Viel zu wenig. Mit ihm können wir nichts machen. Also, naja doch, wir können schon, wir könnten jemanden heilen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Beziehungsweise im Moment noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Molotow-Cocktail ist nicht lautlos, glaube ich. Okay, wir bewegen uns erstmal hier hin. Wurden nicht entdeckt, das ist schon mal gut. Und dann, ja, graben wir uns einfach mal ein.
voll übertrieben. Gleich tot. Ja, alles klar. Ich meine, die sind zu... Die Leute sind zu stark. Das ist halt heftig. So, jetzt können wir die wiederbeleben. Das war nämlich mein Gedanke. Jetzt müssen wir erstmal nachladen mit der Armbrust und dann... Nicht doch mit der Waffe. Warum hat... Ah, die hören... Hey, jetzt hören sie uns nicht, oder was? Hier auf einmal? Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt keine lautlose Waffe benutzt und wurden nicht gehört. Anscheinend hat es niemand bemerkt, ja. Oder? Doch, nee, der Kampf läuft da noch, sag ich doch. Jetzt sind doch wieder alle alarmiert. Hä? Wo sind denn noch Gegner jetzt hier? Ich kann auch niemanden beschießen, also... Weiß ich nicht. Gegner ist am Zug. Naja, doch, sag ich doch, jetzt kommen wieder alle, naja. Ist doch klar, ist doch scheiße. Nee. Probieren wir es nochmal. Diesmal wirklich nur mit lautlosen Waffen. Also, aber ich glaube, wenn er schießt, dann ist sowieso vorbei. Dann sind die alarmiert. Oh, mach. Ich würde auch mal viel mehr interessieren, wie man hier auf dieses Boot kommt eigentlich. Man kommt anscheinend nur von vorne aufs Boot. Es kann nicht deren Ernst sein, dass man hier gegen alle Leute kämpfen muss. Wir sind noch nicht mal Stufe 10. Ich guck mir das mal an jetzt. Runter hier. Ah, man kommt nur von vorne aufs Boot. Scheiße. Aber man kann sich ja hier vorbeischleichen, sicher jetzt erst. Ich will das nur mal kurz testen. Dann sehen sie einen direkt. Ah, ja, okay, verstehe. Also ein bisschen Trial and Error ist auch dabei. Gut. Ja, dann ist es vielleicht doch cleverer, einfach sich da aufs Boot zu schleichen. Ich meine, das war jetzt nur so ein Marodeur, ne, mit 8 Lebenspunkten. Den kann man, den kriegt man schon down da mit Selma und Dax. Wo ist denn der Borminen? Ach da. So, können wir hier runter direkt. I've got this. Lassen wir die erstmal stehen hier und gehen erstmal mit Selma vor. So, dann mit Dax. Bormin brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil der nicht lautlos Gallo kämpfen kann, leider. Wir können ihn jetzt erstmal mitnehmen. Hallo. Mann, diese scheiß Ecke da. Stellen ihn erstmal hier ab. So, jetzt muss der Hinterhalt kommen. Ansonsten sieht er uns. Also, gucken wir mal. Dürfte eigentlich keiner mitkriegen. Ich hoffe es mal. Oh ja, sehr schön. Kritischer Treffer. Baum, ihn brauchen wir nicht. Der ist leider nicht lautlos genug. Warum zeigt er denn die jetzt an? Die interessieren uns doch gar nicht.
daneben? Hä? Wie kann denn... Naja, das war's natürlich. Super. Wie kann er denn da daneben schießen? Das verstehe ich nicht. Ja, super. Naja, jetzt ziehen wir gleich wieder die ganze Aufmerksamkeit auf uns. Ja, großartig. Ah ja, ich finde es halt schade, dass man mit dem Bormin keinen lautlosen Nahkampf oder sowas machen kann. Sowas fehlt mir ein bisschen. Stealth Skill. Jo. Das war's dann. Dann hören sie uns wieder. Dann. Hä? Daneben? Das verstehe ich nicht. Also das kann. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Was jetzt nochmal? Wie dann? Wie kann man denn da daneben schießen? Der steht vor uns. 2 Meter vor uns und hat keine Deckung. Das ist mir schleierhaft. Wirklich. Unbegreiflich. Okay, back me up. Ich will wenigstens noch wissen, was jetzt auf diesem dämlichen Schiff ist, ey. Kommt der da schon? Ich glaube es nicht. Na gut, probieren wir es nochmal. Also. Letzter Versuch. So. Da steht doch 100% Trefferchance. Jetzt hat der Feind uns gehört. Verstehe ich nicht. Wir haben eine lautlose Waffe benutzt. Oder meinen die ihn hier? Boah. Okay, den hat es auf jeden Fall ordentlich zerfetzt. Nee, hat uns nicht gehört. Also nur er hat uns gehört, aber das ist egal. Der kann uns gerne hören. So, Dax, kommst du mal bitte mit? Oh, mach die Taschenlampe aus. Hier liegt noch was hier unten. Das nehmen wir natürlich mit. Los. Bewegung. Wildner Schrott. Oh, da liegt auch noch was da hinten. Evakuierungszentrale Schlüssel beschafft. Sehr gut. Wofür auch immer wir den brauchen. Auf dem Schiff selber ist aber gar nichts mehr weiter hier, wa? Doch, da ist doch ein Reisezeichen. Hier oben. Gucken wir mal. Ja. Energieziegel. Sehr gut, wir haben ein Artefakt gefunden. Wunderbar. Speichern wir gleich mal. Chemiefackel. Ach, hier oben. Hier müssen wir auch hin, glaube ich. Da steht noch einer, den könnten wir... Was ist denn das für einer? Der kann doch nichts, oder? Das ist doch nur so ein einfacher Idiot hier, ne? Ja, okay.
100% von hier. Sehr gut. Brauchen wir gar nicht mehr laufen. Können wir direkt loslegen. So, gibt nämlich immer Erfahrungspunkte. Die nehmen wir natürlich dann mit. Oh, kaum sage ich es. Level up. Sehr gut. So, Waffenteile nehmen wir auch mit. Und ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Ja. Genau. Das machen wir jetzt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht. Doch, hier müssen wir hin. Hier ist das Ausrufezeichen. Und da sehen wir auch schon wieder Gegner mit Stufe 20. Der ist natürlich noch viel zu schwer für uns. Gut. So, das wollte ich wenigstens noch schaffen hier. Dass wir von dem Boot runterkommen. Oh, Schnee. Schön. Könnt ihr nochmal schnell reingucken in die Skillpunkte? 4 Punkte haben wir jetzt mit Selma. So. 4 Punkte haben wir. Schwache Deckung gilt als perfekte Deckung. Was ist das hier? Ziehe die Aufmerksamkeit auf dich eine Runde lang. Nee, finde ich nicht so cool. Zumindest nicht mit Selma. So, wir haben 4 Punkte mit Bormin. Erhöht die Gesundheit permanent um einen Punkt. Das haben wir schon. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Hier schlägt Gegner 2 Runden K.O. Das ist eine gute Sache. Da sparen wir uns noch einen Skillpunkt und das nehmen wir dann mit. Definitiv. Weil K.O. heißt nämlich nicht, dass sie einfach nur bewegungsunfähig sind, sondern die können dann wirklich gar nichts machen. Natürlich ein riesiger taktischer Vorteil. Das machen wir auf jeden Fall. So. Und Dax hat 2 Pünktchen. Eigentlich ist das auch nicht verkehrt hier. Nur 100% kritische Trefferchance. Dafür geht die Treffsicherheit ein bisschen runter. Naja, wir sparen erstmal die Punkte. Auch mit Selma. Gut, Leute, alles klar. Mir reicht das erstmal für heute. Dann machen wir hier nächstes Mal weiter. Sieht übrigens sehr schick aus. Auch die Schneelandschaft. Spiel sieht aber generell sehr schick aus, muss man zugeben. Also haben sich echt Mühe gegeben. So, Leute, danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier wieder. Was müssen wir eigentlich machen jetzt? Immer noch die Absturzstelle untersuchen. Alles klärchen. Juti. Dann bis denne.